Ja, damit begrüße ich euch zu einer weiteren Führung von einer Reihe, die ich auch schon vor 2, 3 Jahren mal angefangen habe, und zwar die Wolfenstein-Reihe. Eine Reihe, wo ich halt, sag ich mal, vor meiner Let's Player-Zeit nie was mit zu tun hatte. Und ja, durch viele große YouTuber halt auf die Idee kam, irgendwann mal einen Wolfenstein-Teil zu spielen. Ich habe Wolfenstein The New Order gespielt, Wolfenstein 2, The New Colossus, und das hier ist Teil 3, Wolfenstein Youngblood. Ein Spiel, wo wir zwei Frauen spielen, die halt von William Blazkowicz kommen. Er hat nämlich eine Frau gehabt, mit der er zwei Kinder gemacht hat. So, und das sind die zwei Kinder, die halt sein Erbe und sein Nachlass weiterführen, um halt ja, das Regime zu stürzen, wo wir halt den Teil eines Regimes im zweiten Teil gestürzt haben. Und hier haben wir welche noch überlebt, irgendwelche Abkommen, Nachkommen, wie auch immer. Und wir müssen hier halt eben stürzen. Und das spiele ich hier am 11.01.2023. Ein Spiel, was ich absolut noch nicht gespielt habe, deswegen blind. Und ich will auf jeden Fall mal reinschauen. So, machen wir die Helligkeit. Könnte so bleiben. Ja. Hier gibt es erstmal Optionen, Steuerung. Ja, ich denke. Was gibt es denn hier noch? Gibt es hier nicht irgendwo Untertitel? Das wäre schon schön. Okay. Was ist das? Empfindlichkeit, Vertikalempfindlichkeit, Variation, Sichtachse. Inventieren. Zielhilfe. Nö. Audio. Ich mach mal. Ich mal irgendwas mit Untertitel? Das wäre schon schön. Ja, ist ein Spiel, was 2019 rausgekommen ist. Ich habe es definitiv noch nicht gespielt. Nein. Oh krass, hier gibt es auch andere Sprachen, auch auf Russisch. Nee. Ich glaube, ich erstmal alle. So, Schwierigkeitsgrad will ich entspannt machen. So, es gibt auch online, es gibt auch Bethesda Sachen. Und ja, von Bethesda habe ich sehr viel gespielt, wie Doom zum Beispiel. Und ja, auf jeden Fall, ich kenne es jedenfalls nicht. Ich bin sehr gespannt, ich werde jetzt mal Spiel starten. Wolfenstein Youngblood. Du spielst eine der beiden Blazkowicz-Schwestern, Jesse oder Sophie. Du wählst deinen Charakter und deine Startausrüstung aus. Da Jesse und Sophie Zwillinge sind, haben sie die gleichen Stärken, können dieselben Waffen und Ausrüstungen nutzen und alle Fähigkeiten erlernen, die das Spiel bietet. Drücke bei jeder Auswahlviereck, um weitere Informationen zu erhalten, bevor du dich entscheidest. Ja, ist ein Spiel, was ich neben Naruto einfach mal als Nebenprojekt zeige, dass ihr das wisst. Ja, wen nehme ich denn? Wer ist denn gut? Ich würde behaupten, Sophie. Da gibt's goldener Adler, blauer Hai. Nehme ich denn da? Ja, blauer Hai. Bolzenkopf. Da gibt es noch Hammerkopf. Oh Gott, im Ernst, wie sieht das denn aus? Naja, ich würde sagen Hammerkopf. Gibt es noch Maschinenpistole? Ganz normale. Beil oder Messer? Ich nehme das Beil. Rambock. Oh, Tarnung ist gut. Gesundheits. Geste, Rüstungsgeste, ja, wir nehmen das und abschließen.
Konzentrier dich, Jess, komm schon. Was ist das? Ein Dickhornschaf. Keine Ahnung, was das hier will. Hat bestimmt seine Herde verloren. Fünf noch. Sieht ängstlich aus. Ja. Hat sich wahrscheinlich im Sturm verirrt. Ich weiß nicht recht. Kann ich schießen? Ach. In solchen Momenten musst du deine Umgebung genau beobachten. Du wirst eins mit dem Visier und konzentrierst deine Aufmerksamkeit auf einen winzigen Punkt. Und nimmst immer noch deine Umgebung wahr, Liebes. Ja. Okay, gut. Was kannst du spüren? Dass es bald regnet. Gut. Was noch? Ich weiß nicht, da ist ein Rudel Kojoten, ungefähr 100 Meter nordöstlich von hier. Fünf noch, Sophia. Kick! Kick! Die Hände hoch. Nochmal. Nein, ich kann nicht mehr, Mama. Dann stirbst du. In diesem Moment haben sie dich. Wir sterben, weil wir es zulassen. Du kämpfst gegen einen großen, indoktrinierten Germanen, der den Schmerz eine Sekunde länger aushält. Und dann bist du Geschichte. Wann hört es auf, Mama? Hör zu, Liebes. Überleben bedeutet, das Leid anzunehmen, es mit sich zu tragen. Okay. Los, jetzt fünf noch. Jetzt noch fünf. Tito. Hey, keine Kraftausdrücke. Papa? Ja. Was noch? Papa? Gehst du? Oh Gott! Oh Gott! Situationsbewusstsein rettet dir das Leben. Komm jetzt, schieß, bevor es regnet. Klar bei euch? Wow, gut für dich, Kenneth. Ich dachte schon, dir fehlt der Killer in Leck mich, Arthur. Hey, ihr zwei, seid nett zueinander. Was? Das ist ein Kompliment. Halt die Klappe. Unsere Mädchen sind junge Frauen geworden. Wann ist das passiert? Was hast du denn, Schatz? Ich muss aus dem Regen raus. Skalpell? Ihr zwei seid also Schwestern, c'est bien ça? Zwillingsschwestern. Und euer Vater ist der berühmte Captain Blazkowicz persönlich? Außer Abby hier, sie ist eine Freundin der Familie. Wir wissen, dass er hier war, Mann. Er hat hier etwas gesucht und dann half er uns gegen das Regime. Aber auf einmal war er weg. Plus de terre, s'il te plaît. Hast du Antibiotika, Jacques? Oh, armer Jacques, er ist stumm. Was willst du mit Antibiotika? Er hat eine Bauchfellentzündung. Und woher weißt du das? Wollner Unterleib, schnelle Atmung, sein Bauchfell ist schwer entzündet und das kann Sepsis und Tod zur Folge haben. Er braucht Antibiotika. Oh, komm mal her und hilf mir, hm? Ich verzichte. Ma'am, bitte. Jeder hier nennt mich Juju. Hilfst du uns, ihn zu finden, Juju?
Ihr tragt Motorrüstungen? Ja. So etwas haben wir hier nicht. Schon mal geschossen? Absolut. Habt ihr schon mal Nazis getötet? Wir sind geboren, um Nazis zu töten. Hast du gehört, Jack? Geboren, Nazis zu töten. Wir haben keine Nazis getötet. Ja, Arthur, aber das muss ich ja nicht wissen. Also schön. Ich hätte da einen Auftrag für zwei ausgemachte Großwildjäger wie euch. Nachdem Berlin General Lothar Brand seiner Macht enthoben hatte, wurde ein neuer General geschickt, um den Aufstand in Paris niederzuschlagen. Er hält sich auf einem Zeppelin mit dem Namen der Nachtfalter auf. Tötet ihn. Dann suchen wir weiter nach eurem Vater. Ranzukommen. Klettere darunter. Ich schleich mich von links an, du von rechts. In die Enge treiben und töten. Hey, heulst du etwa? Ich heule nicht, mir ist nur etwas übel. Bist du mir jetzt hier um? Niemals. Dann mal los, kleine Miss Blazkowicz. Mach einfach, was deine Eltern tun würden. Keine Bewegung! Was hast du noch für Wein? Verletzt ist, irgendwo verblutet. Wir schaffen das. Wir finden ihn. Machst du Witze? Wir kriegen das hin, Schwester Herr. Scheiße, ja. Okay. Krasse Steuerung. Mädels, ihr seid die Töchter des Mannes, der dieses Dreckschwein Heiler getötet hat. Das hier ist eure Bestimmung. Euer Ziel, General Winkler, müsste sich im vorderen Teil des Zeppelins aufhalten. Verstanden, Äbster.